Ja, ich denke mal, das interessiert euch vielleicht und dann sage ich es einfach mal so. Also damals, bevor ich nochmal mit meiner Tochter jetzt schwanger war, war ich an so einem Punkt angekommen. Ja, also ich bin sehr klein, ich bin nur 1,58 groß und ja, ich glaube, ich war noch nie so super schlank. Und ich war eben damals an einem Punkt angekommen, ja, durch eine Zuckersucht. Junker, ständig unterhungert, überhungert, wie man das so alles so nennt. Wahrscheinlich auch unterzuckert und dann reingestopfte und naja, irgendwie sowas. War ich letztendlich auf 82 Kilo, stolze 82 Kilo gelandet. Und das war so ein Punkt, oder die 80 war eigentlich schon so ein Punkt, wo mein Körper mir gemeldet hat mit diversen Beschwerden, ob es nun hier, ich hatte Gallenkoliken. Ich habe damals ja auch noch ja, Milchprodukte gegessen und nach diesem massenhaften Konsum mit Zucker gemischt und mit was weiß ich, was ich alles da gegessen habe, ja, hatte ich auch Gallenkoliken oder ich weiß nicht, ob die, auf jeden Fall Koliken, die eben mit Lebergalle so zu tun haben. Fettverdauung, wahrscheinlich zu viel Fett oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich mein Körper dermaßen beschwert. Ich hatte auch teilweise wirklich so im Lendenwirbelbereich hinten solche Schmerzen, dass ich mich teilweise auch mal nicht bewegen konnte. Also sehr viele Symptome, die ich dann teilweise ja versucht habe natürlich zu beheben, aber nicht die Ursachen wirklich gelöst habe. Und ja, jetzt wisst ihr eben, 1,58, 82 Kilo, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schon mehr als 20 Kilo zu viel. Aber ich meine, mit 20 Kilo weniger hätte man es noch durchgehen lassen können. Auf jeden Fall hatte ich dann eben einfach so am Anfang der Schwangerschaft, kann es ja ruhig mal sagen, so, ja, nicht zur Nachahmung gedacht, aber bei mir war wirklich ein Problem da, ne? Das war nicht nur durch die Übelkeit, die kam dann hinterher auch nochmal. Da habe ich auch nochmal 10 Kilo verloren. Auf jeden Fall ging es runter, ja, bis auf. Na, ich mag das gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Waage zu Hause und beim Arzt genau gleich ist. Kann auch da ein paar Kilo Differenz geben. Ja, bis auf 72 Kilo ging es runter. Natürlich nicht von heute auf morgen, sondern in den ersten 12 Wochen, würde ich sagen. Wobei natürlich wirklich einiges sicherlich Wasser und so war. Und es war auch nicht beabsichtigt, also keine falschen Schlüsse jetzt ziehen, sondern ich sage es einfach mal, wie es war. Ob solche Fälle nochmal gibt, gab, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich so ein Problemfall mit meinen Schluckbeschwerden. Auf jeden Fall ging es 10 Kilo runter und dann ging es auch langsam wieder hoch. Und da war auch der Punkt dann, wo der Arzt so meinte, ja, wenn es jetzt nicht hochgehen würde, dann würde er mich dann doch mal ja, ins Krankenhaus zur Untersuchung schicken und notfalls eben anders ernähren wollen. Aber es ging dann auf jeden Fall hoch, die Übelkeit ließ nach, die Schluckbeschwerden ließen auch nach und ich nahm dann eben ganz normal wie andere Schwangere auch zu, langsam. Es war auch mein erstes Kind und sie war auch klein bei der Geburt. Ja, ich nahm dann zu, eben bis auf 79 Kilo, also nicht wieder ganz mein Ausgangsgewicht. Und ja, nach der Geburt waren eben wirklich gleich zig Kilo wieder weg. Nach ein paar Tagen oder ich glaube bei der ersten U-Untersuchung wurde ich auch mitgewogen. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich dann wieder wie bei 74, 73 oder so. Und es ging dann eben durch das massive Stillen. Meine Tochter hatte sehr viel Hunger. Ging es einfach noch weiter runter bis auf 69 dann. Ja, einerseits habe ich mich gefreut, andererseits habe ich mich. Ja, nein, ich habe mich nicht schwach gefühlt, aber ich habe dann doch ein bisschen Angst bekommen, als der Arzt mir dann sagte, Sie wissen, dass Sie jetzt wie ein Schwerarbeiter oder Schwerstarbeiter essen sollen. Sie brauchen die Kraft. Ja, dann habe ich angefangen, wieder noch mehr zu essen. Es hat einfach, das Normale hat nicht gereicht. Gut, heutzutage wäre ich etwas schlauer. Ich weiß ja jetzt nun, ich weiß zwar nicht, wie das mit Schwangerschaft und Stillen direkt mit High Carb ist, aber ich weiß, welche Ernährung mir gut tut. Und klar, mit Schwangerschaft oder Stillen könnte man ja einfach ein paar Fette noch hinzufügen. Ich weiß nicht, wie man das so macht. Vielleicht weiß das ja jemand auch. Ja,
Das wollte ich nur zum Gewicht her sagen. Und ja, ich habe dann auch ziemlich lange dieses Gewicht dann auch gehalten, so von ja, um die 70 rum. Klar, es ist noch viel zu viel bei 1,58, aber das war in dem Moment wirklich unwichtig, weil ich habe gestillt sehr lange und ja, da wollte ich nur wirklich keine Diät machen. Ich wollte Essen und Kraft haben und ja, möglichst mein Gewicht vielleicht dann doch halten. Und es hat auch geklappt lange Zeit. Und ich glaube, so nach einem Jahr oder so. Dann fing das langsam wieder so an, dass meine, ja, Gelüste, so was ich vorher auch so hatte, eben, ja, meine Zuckersucht und so. Ich weiß nicht, ob man von Sucht sprechen kann, aber es gibt eben Menschen, die sind sehr empfindlich. Und wenn ich mal ein paar Tage irgendwie so wirklich Fertigprodukte mit Zucker und sowas und mit Aromen und was da alles so drin ist, künstliche Sachen gegessen habe, dann will ich davon mehr. Viel mehr. Also bin ich froh, dass jetzt solche Produkte in meinem Leben nicht mehr vorkommen. Und auch nicht mehr vorkommen sollen. Das wünsche ich mir. Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir 2,5 Jahre später. Meine Tochter ist jetzt kurz über 2,5 und ich bin jetzt, oder ich war jetzt, wo ich High Carb das zweite Mal jetzt angefangen habe, vor 4 Tagen, war ich muss mal kurz nachgucken. Ich habe jetzt gerade den Zettel nicht dabei, weil den hatte ich mir weggelegt. Ich glaube so um 76, 77 und wo ich die erste Phase High Carb vor mehreren Wochen gemacht habe, da war ich sogar ja kurz vor 80 wieder, 79 irgendwas. Und dann gingen auf jeden Fall schon mal die ersten 4, 5 Kilo gingen damals runter, nicht damals, vor kurzem, habe ich ja mehrere Wochen das gemacht mit High Carb und es ging runter auf ja 75. Ja, und dann ging es wieder rauf, weil ich es abgebrochen habe. Und warum ich es abgebrochen habe, ist eigentlich schon wieder ein neues Thema. Altes neues Thema. Wenn ihr das Video eben verfolgt habt oder mein letztes Video. Ja, ich war schwanger. Kurze Freude von mehreren Tagen. Und dann, ja, leider wieder der Verlust, diesmal sehr früh. Es war trotzdem schmerzhaft und traurig, ja, sehr traurig, aber es hat sich eher noch natürlich angefühlt wie eine etwas stärkere Menstruation. Ja, ich war 2 Tage überfällig und mein Mann hatte dann auch frei und dachte ich, na gut, dann machen wir heute mal einen Test. Ich habe natürlich nichts gesagt. Habe ich ihn gemacht und habe gebangelt so. Und ja, hatte diesmal auch den von Clear Blue, den mit Wochenanzeige. Ich wollte es einfach genau wissen. Den hatte ich schon im Haus, weil wir eben schon seit vielen Monaten wieder, ja doch schon seit längerer Zeit wieder versuchen, die Familie zu vergrößern. Und dann habe ich den benutzt und der war natürlich schwanger. Und dann kam zwei, ja ich weiß gar nicht, zwei. 2 plus oder also irgendwie sowas stand da auf jeden Fall schwanger und dann habe ich das gezeigt, mein Mann und ja, wir haben uns angeguckt und angelächelt und wir waren sehr froh und diese Freude, die hat auch wirklich dann, ja, ich glaube 4, 5 Tage angehalten. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, ich verdränge das auch natürlich so ein bisschen, ne? Und ja, dann habe ich mich schon den einen Tag, am fünften Tag, so schlecht gefühlt. Und ich spürte irgendwas. Ich fühlte mich so, ja, vielleicht manche Frauen kennen das vielleicht, so ein Rohheitsgefühl. Also, dass man sich so roh, so offen im Unterleib so fühlt. Und ja, ich wusste eigentlich schon innerlich, was es geschlagen hat. Ich wusste es in dem Moment. Ich wollte es natürlich nicht wahrhaben. Ich habe mir auch erstmal hingelegt. Dachte, komm, gönn dir mal ein bisschen mehr Ruhe, wenn dein Körper das braucht. Andere Frauen brauchen es vielleicht nicht, aber in dem Moment dachte ich, gönn mal, fahr mal einen Schritt runter. Aber das war es eben nicht, das hat es einfach nicht mehr gebracht. Da wollte sich, hat sie entweder etwas nicht richtig eingenistet oder wollte nicht oder ja, also auf jeden Fall ist die Schwangerschaft dann schnell beendet worden und ja, ich hatte High Carb schon abgebrochen in dem Moment, wo ich ja den Schwangerschaftstest positiv hatte. Dachte ich, ja gut, erstmal gucken, wie macht man das in der Schwangerschaft? Nimmt man dann einfach ein paar mehr Nüsse oder andere Sachen?
der Eiweiß-Hülsenfrüchte oder so. Da wollte ich mich erstmal informieren, bevor ich da irgendwas falsch mache. Ja, das war so der Einbruch. Und naja, jetzt ist es eben. Ja, was haben wir denn jetzt? Ja, bis vor 3 Wochen ist es passiert und ich habe jetzt einfach nochmal einen neuen Anlauf gemacht. Wie ich in meinem ersten Video gesagt habe, das Licht und der Ton ganz, ganz schlecht waren, aber da habe ich eben erzählt, dass ich irgendwie so einen Gedanken hatte. Ich war wieder auf YouTube da unterwegs und hatte so geguckt über High Carb, vegan. Ich wollte mich wieder so ein bisschen einstimmen für einen neuen Versuch und da kam mir einfach so der Gedanke, ich möchte mal irgendwas tun, was ich nie tun, eigentlich nie tun würde. So, und dazu gehört eben zum Beispiel Fotos oder Videos von mir machen und die anderen Leuten zeigen. Ich bin eigentlich viel, viel zu schüchtern und fühle mich auch ehrlich gesagt nicht fotogen. Aber darum geht es ja vielleicht auch nicht. Es geht hier darum, um Ehrlichkeit, um Sympathie vielleicht auch und um Informationen, um Austausch. Und ja, jeder Mensch ist so, wie er ist. Und ich bin keine Schönheit, aber ich bin auch Leben. Ich bin ich eben. So. Und ja, da kam ich eben auf die Idee mit den Videos. Da dachte ich, okay, ja, mach mal einfach. Ich habe keine Ahnung, wie. Ja, klar, ich filme mal so, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder fotografiere ganz gerne, aber eben nicht mich selber. Und ich lasse mich auch nicht gerne fotografieren. Ich bin früher mal weggelaufen, ja, so als Teenager. War so ganz schlimm, wenn mich jemand fotografieren wollte. Das war echt so ein Weltuntergang, weil ich dachte, oh mein Gott, ich muss so schrecklich dann aussehen. Und ja, na gut. Da habe ich gedacht, mache ich das mal. Und das mache ich jetzt eben schon seit ein paar Tagen und ja, ich gucke ja, ob es euch gefällt oder nicht. Und für mich ist es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung mal und kostet mich auch echt Überwindung, euch das zu zeigen, weil ja, es ist doch irgendwie ein bisschen Scham, Zurückhaltung von mir. Ich weiß nicht. Und auch erstmal schwierig mit der Kamera zu sprechen. Aber wenn man erstmal ein Fahrt ist, ich bin eine Quasselstrippe. So, aber eben nicht vor der Kamera eigentlich, sondern eigentlich so im Hinterstübchen so. Mit Leuten, die ich gut kenne, mit denen rede ich immer und die kann ich auch wirklich totreden. Nein, nicht totreden, aber auf jeden Fall ordentlich voll labern. So, das noch kurz dazu. Ich bin jetzt, glaube ich, schon wieder vom Thema abgekommen, aber das wollte ich euch mit dem Gewicht ja und so nochmal sagen, weil ich denke, das andere ist alles so eine vage Angabe. Ich habe abgenommen, ich habe zugenommen. Ihr wollt wissen, wie es ist, um für eure Situation vielleicht irgendwas daraus Schlüsse zu ziehen. Ja, und so ist es. Also, High Carb, ich meine, dazu werde ich nochmal ein Video machen, natürlich mit vorher, nachher. Ich sagte ja, 30 Tage dauert die Challenge und wir sind heute beim vierten Tag heute angekommen, der ist gerade vorbei. Gestartet habe ich mit 76 irgendwas, weil ich ja davor schon mal eine Einheit gemacht hatte vor ein paar Wochen. Und ja, wir wollen mal gucken. Also, ich weiß nicht, soll ich hier von Zielen reden oder nicht, aber es geht in erster Linie darum, ja, eine gesunde Ernährung durchzuführen, die durchzuhalten. Und in diesem Fall nur mal High Carb. Und natürlich möchte ich gerne da an die 70 mal knacken wieder, ne? Unter die 70 kommen. Das wäre so mein erstes Ziel. Ob ich das nur in diesen 30 Tagen erreichen werde oder nicht, das weiß ich nicht. Denn Gewicht ist ja auch nicht alles. Es geht auch darum, wie der Körper sich formt. Das ist fast noch wichtiger. Aber natürlich müsste auch irgendwann dann das Gewicht runtergehen. Wann? Das werden wir sehen. Oder ob ich erstmal Muskeln ansetze, also Verbrennungsmotoren bilde, keine Ahnung. Wir werden sehen, ob sich wenigstens von der Silhouette irgendwas tut. Ja, und was sich ansonsten noch tut, wir werden sehen. Okay, dann erstmal. Gute Nacht, also ich gehe jetzt jedenfalls schlafen.